Dicker Schock für Gladbach, ausverkauft bei RB Salzburg und neue Hoffnung für Guardiola zu Bayern. Das sind Themen des Tages. Mein Name ist Flo. Leute, wir sind ja immer ehrlich zueinander. Gestern war OneFootball Weihnachtsfeier. Es ist vielleicht der ein oder andere Orangensaft getrunken worden. Die Nacht war kurz und deshalb sind die Daily News auch ein bisschen kürzer heute. Schönen Freitag und schönes Wochenende trotzdem. Wir schauen natürlich auf die Spiele gestern. Europa League, Wolfsburg war ja eh schon qualifiziert. Glückwunsch dazu. Gladbach ist raus. Jan Sommers Finger hat dieses Mal nicht geholfen und ein kleiner Patzer war in seinem Spiel auch drin. Und Frankfurt ist nach großem Zittern auch weitergekommen. Vielen, vielen Dank nach London an dieser Stelle. Das sagt auch Dani da Costa. Wir sind am Ende mit Glück eine Runde weiter, aber wir müssen über die zweite Halbzeit reden. Es gibt viele Ansatzpunkte, die besser werden müssen. Wir sollten in London anrufen und uns bedanken, dass sie uns den Arsch gerettet haben. Der Tag heute fällt unter das Motto Glück gehabt. Und ich will noch mal ganz kurz über Gladbach reden, beziehungsweise eure Meinung wissen. Spitzenreiter der Bundesliga und in der Europa League Gruppenphase gegen Istanbul raus. Başakşehir hier. Ist es eine Schande oder kann es mal passieren? Hier oben abstimmen. Nach Informationen der Times hat Pep Guardiola in seinem Vertrag, der noch bis 2021 geht, eine Klausel drinstehen, die er bei seiner Vertragsverlängerung 2018 einbauen lassen hat, nach der er 12 Monate vor seinem eigentlichen Vertragsende auch einfach sagen kann, nee, ich hab keinen Bock mehr. Falls also irgendwas nicht nach dem Gusto von Pep Guardiola laufen sollte bei den Sky Blues, dann kann er sagen, ich bin raus, hab keine Lust mehr. Aber momentan sieht das Ganze etwas anders aus. Er macht sogar Hoffnung auf eine weitere Vertragsverlängerung, trotz der, ja, ich will es mal nicht Talfahrt nennen, aber doch eher schlechten Leistungen von Manchester City in den letzten Wochen. Ich bin dafür offen. Es geht nicht nur darum, was der Club will. Für mich ist es entscheidend, meine Spieler und ihre Reaktion zu sehen. Es ist nicht so einfach zu sagen, ich will verlängern. Ich muss den Club und die Spieler in Erwägung ziehen und sehen, wie wir zusammenarbeiten. Falls es aber doch zu einer Trennung kommen sollte, dann gibt es schon zwei mögliche Nachfolger. Entweder Mauricio Pochettino, der ist ja gerade vereinslos, oder den momentanen Leicester-Trainer Brendan Rodgers, der momentan mit den Foxes richtig gute Arbeit leistet. Wir wissen ja alle, dass Erling Braut Haaland bei vielen, vielen Top-Clubs aus Europa ziemlich hoch angesehen ist und sich alle nach ihm die Finger lecken. Er ist aber nicht der Einzige im Kader von Red Bull, der in diesem Sommer wahrscheinlich geht, vielleicht sogar schon im Winter. Denn auch Takumi Minamino ist auf der Liste von einigen Top-Clubs, unter anderem einigen aus der Bundesliga, aber auch dem FC Liverpool. Die Ablöse des 24-jährigen Japaners beträgt gerade mal zwischen 8 und 9 Millionen Euro und dafür ist es ein echtes Schnäppchen. Er ist auf den Flügeln und in der Mitte offensives Mittelfeld einsetzbar und hat in dieser Saison schon 20 Torbeteiligungen zum Erfolg RB Salzburgs zugesteuert. Und auch der ehemalige Hamburger He-Chan Wang, der bei RB Salzburg ziemlich aufgeblüht ist, soll in die Premier League gehen. Und zwar, genauer gesagt, zu Wolverhampton. Die haben anscheinend Interesse am Südkoreaner. Nach einem furiosen Start von Franck Ribéry in der Serie A muss er jetzt einen Rückschlag hinnehmen. Und zwar hat er sich am Sprunggelenk verletzt. Das bestätigte der AC Florenz gestern noch. Und er muss sich jetzt auch noch einer Operation unterziehen. Italienische Medien berichten, dass der 36-jährige Franzose erstmal 2 Monate ausfallen wird. Offiziell bestätigt vom Club ist das noch nicht. Die wollen das nach dem Eingriff machen. Gute Besserung, Franck Ribéry, auf eine schöne letzte Saison im Fußball. Heute Abend spielt dann die TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg. Für Augsburg könnte es in der Tabelle ein bisschen weiter nach oben gehen und auch die TSG kann sich an die Spitzengruppe wieder ranschleichen mit einem Dreier. Das war's für heute mit dem Video. Freut euch auf 15 Uhr, da gibt's ein Spieler für Dortmund Video, das heißt 4 Spieler, die Dortmund verpflichten könnte in diesem Winter. Freut euch drauf, wie gesagt, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.